Hallo, hier ist Christoph von GodGods.de und das ist das Hands-On mit dem neuen Alcatel OneTouch Idol, einem Einsteigergerät für 279 Euro, das nur 7,9 mm dünn ist und mit 110 Gramm ein wirkliches Leichtgewicht. Es kommt mit einem 4,7 Zoll Display, IPS-Technologie, allerdings keine HD-Auflösung. Display wirkt aber trotzdem relativ scharf, auch durch die satten Farben, und hat auch recht hohe Betrachtungswinkel, wie ihr es hier vielleicht sehen könnt. Das Gerät wird von einem Dual-Core-Prozessor, MediaTek Dual-Core-Prozessor angetrieben. Wir haben hier 512 bzw. 1 GB Arbeitsspeicher. Das Gerät sollte gleich wie das Idol Ultra ab ca. April, Mai in den Handel kommen. Und mit der Performance, wie ihr sehen könnt, ist das Gerät wirklich flott. Es hat zusätzlich auch einen Micro-SD-Speicherkarte, wo ihr den internen Speicher von nur 4 GB erweitern könnt. Ansonsten schauen wir mal kurz um das Gerät. Wir haben hier einen SIM-Karten-Slot, den Lautstärkeregler, auf der Unterseite den Micro-USB-Anschluss, auf der linken Seite haben wir dann den Micro-SD-Slot. Momentan ist hier ein zweiter SIM-Karten-Slot, allerdings kommt diese Version nicht nach Europa. Ansonsten haben wir hier einen On-Off-Button bzw. hier den Audio-Anschluss und eben auf der Vorderseite das 4,7 Zoll Display und drei touchsensitive Tasten auf der Unterseite. Auf der Rückseite befindet sich dann noch eine 8-Megapixel-Kamera, die auch Videos in HD aufnehmen kann. Wir haben hier eine blaue Version, oder marineblau eher, kommt aber auch in verschiedenen Farben. Zum Beispiel hier orange, ein helleres Blau, Silber, Grün und auch noch so ein Rosé oder Rosa. Und daher für den Preis von 279 Euro macht das Gerät aber wirklich einen guten Eindruck. Und wir sind schon gespannt, wie sich das Gerät dann in einem vollen Test macht. Und ja, das ist es, das Alcatel OneTouch Idol. Ich bin Christoph für GetGoodC und ich sage danke fürs Zusehen. Ich kauf lieber online. GetGoodC, einer für alles.